Durch Klick auf das Programmsymbol wird das englischsprachige Programm Choreograph geöffnet und wir sehen den typischen Bildschirmaufbau mit den Programmmenüs, den Werkzeugen und den Fenstern. Alles in englischer Sprache. Im oberen Bereich sieht man die Menüleiste, direkt darunter die Werkzeugleiste sowie diverse Fenster. Die Projektdateien, englisch Project Files, wo die Bestandteile eines Projekts angezeigt werden. Die Boxensammlung, englisch Box Libraries, in der vorgefertigte Programmboxen enthalten sind. Die Hauptarbeitsfläche, englisch Flow Diagram Panel, wo unsere Programme entwickelt werden. Die Roboteransicht, Robot View mit dem Videomonitor. Sowie den Inspektor für die einzelnen Programmboxen mit den Roboteranwendungen, Robot Applications. Einige dieser Fenster können nur dann benutzt werden, wenn eine Verbindung zu einem echten Nahroboter besteht. Der Videomonitor zum Beispiel zeigt, was der Roboter sieht, und die Roboteranwendungen sind nur auf einem echten Roboter sichtbar. Öffnet einmal die Boxensammlung, Box Libraries. Dort gibt es den Search Writer mit einer Lupe. Klickt auf die Lupe und tippt dann einmal Say ein, und ihr werdet alle Programmboxen finden, die etwas mit Say zu tun haben.